Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division. Ja, wieder mit mir, Chris, und wieder auf dem Weg Richtung Level 11. Und ja, Level 3 haben wir schon erreicht. Da haben wir den Händler. Guck mal, wir können doch mal zum Händler gehen, den zeige ich euch gleich mal. Sehen Sie sich die Ware an. Wir können gucken. Eine Atemschutzmaske, die brauche ich auf jeden Fall, das weiß ich. Aber das Polizeigewehr, dieses M4 ist auch nicht schlecht. Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Geldbörse, okay. Hm. Vielleicht überlegen Sie wir gehen aber mal ins Menü. Wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Okay, was mir auch gerade auffällt. Plünderer überfallen das Revier. Lasst alles fallen und kommt sofort hierher. Was mir auch auffällt, die Map ist sehr, sehr winzig. Also wird das hier, das ist auch nur Brooklyn, genau. Ah, da haben wir es auch gerade gesehen, hier stand gerade Brooklyn. Jetzt steht es nicht mehr da, hier stand auf jeden Fall gerade Brooklyn. Das ist nur der Stadtteil, ich denke mal, das ist hier so eine Art Tutorial, damit man so ins Spiel reinkommt. Und danach geht dann das Spiel richtig los. Ist nun mal so meine Vermutung, aber wir wollen mal ins Inventar, denn... Genau, wir haben nämlich neue Ausrüstung. Arbeitshandschuh. Was haben wir hier noch? Eine Schutzmaske, Stufe 2. Und hier haben wir noch eine neue Waffe. Die haben wir, glaube ich, gerade angelegt. Genau, das war die Schrot. Die will ich aber jetzt erstmal nicht auswählen. Guck mal, hier haben wir auch noch, genau, Präzision und so weiter. Ne, ich würde erstmal meine behalten. Man kann die später noch modifizieren. Genau, mit irgendwelchen Special Mods. Aktuell habe ich noch keine, aber wir sind ja auch erst am Anfang. Genau, den Charakter können wir dann irgendwie noch, ja, updaten und so weiter. Ja, würde ich sagen, stürzen wir uns in die nächste Mission. Pam, 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 pam. Oh, wir haben es dunkel, es ist Nacht. Okay, schöne Lichteffekte. Gucken wir mal, was auf uns wartet. So, da hinten ist es schon. Nach 170 Meter. Nachgeladen haben wir? Nö. Ich habe immer noch eine Granate besorgen sollen. Aber egal. So. Schauen wir, was auf uns wartet. Ich habe gar nicht gezielt. Die halte ich in die Luft, Mensch. Wir helfen dir doch. Was, irgendwas stimmt mit den Leuten hier nicht. Nur weil man eine Waffe in der Hand hat. Irgendwie muss man die ja verteidigen. Okay, wir sollen hier rechts rein. Hier haben wir die Mission. Stufe 3. Okay, wir gucken mal. Wir drücken mal F. Wir können die Schwierigkeitsstufe noch ändern. Sag mal. Komm, no risk, no fun. Was kriegen wir dafür mehr? Wir kriegen mehr Credits. Und mehr nicht. Einfach nur mehr Credits. Okay, machen wir trotzdem. Nur die Harten kommen in den Garten. So, jetzt habe ich endlich Spieler gefunden. Und zwar, wir sehen schon unten den Karl Rax. Und, ja. Hat eine Weile gedauert. Agent. Bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Okay. Oh, Feinde nähern sich ihrer Position. Ich musste übrigens runterstellen, die Schwierigkeitsstufe, weil keiner das auf schwer spielen wollte. Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Kommt schon die erste Granate. Auf jeden Fall erstmal die auf dem Dach wegballern. Wie haben die das gemacht? Bam. Holen wir uns den da noch. Das ist halt das Blöde, jetzt spielt man halt mit Fremden zusammen. Ich hoffe, die stellen sich nicht ganz so blöd an. Aber bis jetzt scheint es zu klappen. Schön in die Flanke fallen. So, Checkpoint erreicht. Brooklyn Zentrale, hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen aber ich Sie bin zu zweit, okay. Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los.
So, weiter geht's. Ja, man merkt schon, Stufe 3, die sind schon etwas härter im Nehmen. So. Weitere Gegner unterwegs. Kommt er einfach auf mich zugestürmt? Oh, hier rechts. Bam! Burn! Der Schnee ist auch geil. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, da oben. Plündern. Hoppala. Bam! Stopp! 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 Ja, der scheint nicht so schlecht zu sein. Der Colrux. Den kann man auffüllen, läuft. Krieg ich auch wieder Granaten, glaube ich. Oder auch nicht. Ab geht er. So, erstmal schön da hinten das Dings hochgejagt. Hat er sich gerade selber? Ich wollte gerade sagen, hat der Granatentyp gerade sich selber eine Granate? Boah, wie viele sind denn da hinten? Nein, doch! Dieses Nachladen, ich brauche unbedingt ein größeres Magazin. Okay, jetzt noch den einen. So. Gucken wir uns hier gleich nochmal um, ob wir irgendwas looten können. Nö. Ja, Medikit. Brauch irgendwie looten? Nö. Gut, weiter geht's. Macht natürlich im Team viel mehr Spaß. Aber nun ja, Beste draus machen. Ich wollte jetzt, ich hatte das Spiel halt auch gekauft. Und ja, wäre jetzt natürlich fail gewesen, wenn ich es jetzt nicht gespielt hätte. Komm mal hoch. Helft mir hier mal. What? Wo schießt mich denn hier einer an? Schießt sich mein Eigner an hier oder was? Attacke. Haben wir das auch geklärt? Hier gibt es halt auch immer übelste Sachen zu looten, aber irgendwie... Checkpoint erreicht. Wie gesagt, wenn ihr immer Tipps und Tricks habt, dann immer her damit. Alles plündern. Okay, er hat die da schon rausgeholt. Ja. Sollten uns hier auch mal ein bisschen umgucken, Diggi. Der rennt hier ganz schön durch. Fitnessbereich. Warnung. Feinde in der Nähe entdeckt.
So. Ja, gut, ich komme ja schon. Ich mag so Typen, die immer vorrennen, eigentlich gar nicht. Aber ja, was soll ich machen? Man kann ja nicht mit ihm kommunizieren. Smurf, wir gehen mal hier in die Flanke. Wow. Feinde nähern sich ihrer Position. Oh, das ist ja fail, dass man nicht durch die Scheibe schießen kann. Schieß! Wow, wow. Dieses Nachladen bricht mir noch das Genick, ey. Wo sind sie? Heiliger Scheiß. Na, irgendwas mitnehmen? Nö. Auffüllen. 600 Schuss. So. Alarm, Feinde entdeckt. Wow. Schön in die Flanke gefallen. Okay, man sieht verschwommen, wenn so eine Granate neben einen explodiert, auch nicht schlecht. Warnung, weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Sollen sie rankommen? Ist der jetzt nicht dahinter? Baller, baller, baller. Baller, bing, baller, bumm. Ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. So, jetzt habe ich denen geholfen. Und dafür bin ich jetzt. Ach, ist der auch runter? Ach, komm. Können die Typen da einem vielleicht helfen? Ich glaube es zwar nicht, aber... Guck mal, die töten einen gar nicht. Die sehen einen hier rumkriechen. Doch jetzt. Tja. So viel dazu. Das sind doch keine Profis. Nicht so schlimm. Ich glaube, man kommt ja am Checkpoint wieder raus. Schauen wir mal. Ja, man muss echt aufpassen, dass die einen nicht in die Flanke fallen. Liegt der da noch? Okay, ich habe aber wieder eine Granate. Das ist schon mal sehr gut. Nee, da ist er. Komm, go, go, go. Warnung. Feinde entdeckt. Braucht er mal ganz schön lange, bis er dann schießt.
müsste wieder in die Flanke fallen, aber... Alarm! Weitere Gegner unterwegs! So, schön erstmal im Brand stecken. Vor allem den Granatenwerfer. So. Bam. Ah, hier, der mit dem Gelben, der hat eine extra, der ist extra stark, der hat viele Rüstung und so. Bam. So, dann haben wir hier natürlich was Cooles bekommen. Aber das gucken wir uns gleich erst an. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben das Dach gesichert und sollen jetzt hier wieder runter, oder was? Seil loslassen. Upp. Und einmal runter. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Hier läuft. Einführung, Waffen. Die SPS-Statistik zeigt Schaden pro Sekunde. Okay, macht Sinn. Wählt man im Inventar eine Waffe aus, öffnet sich die detaillierte Übersicht mit den statistischen Werten. Okay. Okay. Alles klar. Dann schauen wir doch gleich mal ins Inventar. Wir haben auf jeden Fall wieder Sachen. Schützende Schoner. Haben die anderen nicht geschützt? Okay. Okay, das sind die Mods, die können wir dann an Waffen basteln. Hier haben wir noch ein Waffenpersonalholster. Wachpersonalholster, sorry. So. Und Waffen haben wir tatsächlich die M4, die ich mir hätte fast kaufen wollen. So, und die können wir jetzt natürlich nochmal updaten. Wir gucken mal, ob wir Mods dafür haben. Ja, haben wir sogar. Und zwar legen wir die natürlich an, den Griff. Der macht 2% anfängliche Stabilität, okay. Haben wir noch was? Ja, hier oben. Noch ein Visier, optimale Reichweite. Machen wir auch, legen wir an. Zack, und dann haben wir hier, sehen wir haben glaube ich 2 Slots. Bedeutet dieses Graue. Bin mir nicht sicher. Egal, so, habt ihr das auch geklärt. Zack, weiter. Dann gucken wir. Wir gehen mal auf die Karte. Was passiert denn jetzt? Ich glaube, mein Mitspieler hat jetzt das Spiel verlassen. Dann bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Zeig mal. Ja, er müsste weg sein. Aus Gruppe entfernt. Genau, jetzt bin ich wieder alleine. Ist aber ganz gut. Ich wollte eigentlich eh nur die eine Mission mit ihm zusammen machen. Einsatzgebiet. Hat er das jetzt nicht ausgewählt? Einsatz. Stufe 3, normal. Achso, das hat man ja gerade gemacht. Okay, dann gehen wir natürlich zum nächsten. So. Unten links hat er sich noch verabschiedet. Auf nach Manhattan. Also wir sind schon Stufe 3. Wie gesagt, ab Stufe 10 oder 11 werde ich zu einem anderen Team dazustoßen. Aber ich muss halt erstmal aufholen. Aber es geht relativ fix gerade. Aber erstmal müssen wir nach Manhattan kommen. Raus aus Brooklyn. Ab nach Manhattan.
Also ich muss sagen, das Feeling ist auch geil mit dieser zerstörten Stadt und diesen Vögeln und überall Müll und alles kaputt. So, da sind wir schon. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt nach Manhattan? Also, ich glaube, dass ich hier hingehen muss. Okay, öffnen. So wie dazu. Hier ist ein Militärgelände, lauter Feuerwehren und sowas. Tupperware haben wir auch vertreten. Militärfahrzeuge. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Punkt, wo die Beta angefangen hat. Ich weiß es nicht.